Top of the world, now I'm living. And the good just gets better, keeps a giving. Not even close to the end, it's just beginning. Life is getting lighter while the days are getting brighter, yeah. Diese deutschen Meisterschaften, sie stehen ganz klar im Zeichen von Janne Friederike Meyer. Deutsche Meisterin ist sie geworden, hat ein Celagon präsentiert, ein Lambrasco Celagon Lambrasco präsentiert, wie ja, es eindrucksvoller eigentlich hätte nicht sein können. So, dann geht es in die ehemals Dreifache, von denen jetzt nur noch B und C stehen geblieben ist. Dann kommt Sprung Nummer 10, der Ochser, der vorhin Schlusssprung. Jetzt ist es noch nicht zu Ende, jetzt ist es noch nicht zu Ende. Jetzt kommt der letzte und auch da nimmt sie wieder die erste Distanz, lässt Lambrasco fliegen und es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Wer will da überhaupt drankommen? Haben Sie sich die Zeit gemerkt? Ich hoffe, 37 Sekunden, meine Damen und Herren. Marc Bettinger. Und Odiol. Ja, wird spätestens jetzt sollten wir uns gleich einmal die Zwischenzeit nehmen. Oh, da kam er schnell dran. Da kam er schnell dran. Jetzt muss er gucken, dass er da ähnlich schnell weiter. Und oh, er kommt schräg rein in diese Kombination. Schnell rum. Also gefühlt, muss ich sagen, ist es vielleicht einen kleinen Hauch sogar noch schneller als Janne. Jetzt schauen wir auf die Zeit. 31, 32. Das ist ein Tacken schneller. Marc Bettinger schnappt sich tatsächlich die Führung vor Janne Friederike Meyer. Das ist unglaublich. Janne war schon unglaublich schnell. Und Marc Bettinger, der gerade in dieser Wendung dort hinten zu diesem Würstchensprung, so nenne ich den mal, ganz, ganz eng, ganz, ganz schnell dran war. Und hier ihr nochmal ein paar, über 2,5 Sekunden da abnimmt. Das ist schon wirklich in so einem schnellen Stechen eine wirklich fast kleine Welt. Boah. Und damit der Gewinner der Goldmedaille bei den deutschen Meisterschaften der Springreiter 2012 und Gewinner der Siegesschärpe mit Odiol, Marc Bettinger. Riesenglückwunsch!